Hi, die Sap wieder hier mit dem zweiten Teil der Final Fantasy 7 Demo. Also Final Fantasy 7 Remake Demo. Wie auch immer. Wir gehen weiter im Makroreaktor. Waren auch schon mitten dabei. Kann ich hier schneller runter? Hoch. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Makro förmlich riechen. Es ist direkt unter dir. Da unten sprudelt es. Da. Wie so ein Basseng. Grün. Grünes Basseng. Schlecht. Ich glaube, ich kriege eine Gänsehaut. Ja, das vor Angst, oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Er hat als kleiner Junge davon geträumt, einen Makroreaktor in die Luft zu jagen. Naja. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Wir sehen uns später. Jo. Ich zähle auf dich. Tief. Na, zum Glück bin ich ja schmetterfrei. Ah, es tut ja noch mehr gegen. Mann, die beiden sind echt niedlich. Wo muss ich denn lang? Ich muss runter. War ich jetzt blind? Oh, ach da. Ja, okay, leider. Alles klar. Warum rennt der denn jetzt die ganze Zeit? Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikro. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist? Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. 20 Minuten oder 30? Komm. Ganz schön ambitioniert. Die 10 Minuten machen hier keinen Unterschied. Hast du uns in der Falle gelockt? Ja, definitiv. Pass auf! Ach nö! Ja, das denke ich mir auch gerade. Wiedersehen macht Freude, würde ich sagen. Wie kämpft man am besten gegen so ein Teil? Maschinen sind oft stark gepanzert, aber empfindlich gegen Elektrizität. Versuch's mit Blitzmann. Tja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Verflucht! Hey, bist du lebensmüde? Ah, verdammt! Oh. Mist. Nein.
Ich brauche eine Heilung. Das klappt tatsächlich! Was hast du erwartet? Autsch! Okay, Barrett kann grad nicht Fähigkeiten. Nimm weiter! Also los! Gut! Was ist denn das schon wieder? Eine Barriere? Seit wann setzen die denn sowas ein? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Das ist besser, dann wird er nur zu. Nochmal Feuer. Feuer! Okay, dann wollen wir mal. Auf in den Gebrüll! Gern auch ohne. Gern auch ohne. Klar. Verlorene TP in Klammern Trefferpunkte kannst du mit Gegenständen wie Heiltränken oder Magie wie Vita regenerieren. Sinken die TP aller Gruppenmitglieder auf Null, heißt es Game Over. Wirklich. Das sieht gut aus. Okay. Very funny. Schwäche. Und jetzt? Fähigkeiten. Blöde Kumpel. Wenn ich mich nicht schnell heile, sieht es schlecht aus. Nochmal wieder auf. Da. Boah, ernsthaft? Lange halte ich das nicht mehr durch. Nervig. Eine neue Barriere. Okay, Wochen. Diese Barrett kann noch nicht, dann heile ich. Los! Ist das alles? Rumzuballern ist keine Strategie. Ja, drück die Pause-Taste. Das ist genau das, was du jetzt tun solltest. Das wirkt anscheinend auch nicht. Mist. Weiß ich, wie wir ihn kriegen. Der Barrierenkern. Na also, es geht doch! Wollt das nicht wohl extra wichtig machen, hä? Ich komme aus dieser... Ein... Da! Konzentration. Los! Gibt immer einen Weg.
Bin also frei. So, das Ding ist mehr gegen Magie anfällig, wie gegen physische Angriffe. Jeder hat eine Schwäche. Was? Keine Chance. Wenn du Schaden erleidest oder Gegner schockst, lädt sich der Limitbalken auf. Mit einer vollen Limitleiste wechselst du den Limitrausch und kannst über das Kommandomenü eine mächtige Fähigkeit namens Limit ausführen. Limits verbrauchen keine ATP-Einheiten. Los jetzt! Das ist unsere Chance! Na, erstmal springt er noch durch den halben Raum. Mit seinem Laser an. Nimm dich in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Geh hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Ich nutze den Moment und heile mich. Denk mal, das ist jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff. So, Limit, Kreuzschlag. Jetzt wird abgerechnet. Hat nicht mehr so viel Äther, deswegen wird er den von den Ohren. Jeder Schlag muss sitzen. Im Moment greif wieder mit dem Laser an. Bin ja nicht blöd. Dann bring dich in Sicherheit. Bin bereit. Jetzt ist er verwundbar. Zum Angriff! Ah, ich komme nicht rechtzeitig zurück. Ich sollte meine Wunden besser schnell behandeln. So was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Ja, Mama. Ist klar. Naja, ich wollte mich doch nicht wieder unterhalten. Jetzt ist der verwundbar. Zum Angriff! Barret kann nichts mehr und wehzeiten. Okay. Bring es hinter uns. Geil. Ernsthaft? Boah. Stimmt etwas nicht? Er repariert sich. Schnell! Wir müssen ihn vorher ausschalten. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Machen wir den mal. Oh. Er ist geschwächt. Jetzt oder nie. Ab auf den Schrottplatz damit! Okay, gut. Nichts.
Ja. Das weiß ich, Cloud. Oh, warum drück ich die Pause, verdammt. Oh Mann! Diese Raketen! Die sind grässlich! Und dann von vorn. Das war's dann. Uff, das war's. Ja, in der Blau. Mist, ich komme nicht dran! Detonation in 20 Minuten. Ich würde sagen, die Erschütterung hat sich schon selbst. Ha, geht doch! Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient! Los, ja. Raus hier! Ist klar. Und raus. Hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! War da was? Sein vor euch, lauf noch. Wird schon irgendwie klappen. Es ist aus. Ach so, da ist noch was. Okay. Und weiter geht's. Raus. Boah. Der hat ganz schön gewütet. Da, ich kann nur, okay. Kann nur nach links. Bist du okay? Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Ich würde sagen, ich werde sie eh nicht so schnell los. Weil sie flattert ohne hier Ende. Entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Na. Geh jetzt zum Ausgang. Beeil dich. Worauf wartest du denn, Klaus? Mach hin! Also ich warte gerade darauf, dass ich eine... Ich möchte gerne eine Kiste öffnen. Das ist zumindest das, was ich vorhatte. Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber wenn ich nicht rede, werde ich so nervös. Du bist Mach doch, so was du willst. Du bist so schon nervös. Das ändert nichts daran, ob du was sagst oder nicht. Oh, Mann. Oh, das können wir aber. Das ist gar nicht... Wie ist das? Barrett! Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorgen! Hab ja Soldat Geleitschutz! Ex-Soldat. Da sind sie! Festen! Ihr knallt gleich! Aus dem Weg! Barrett, reden bringt hier nichts. Es ist aus! Es ist vorbei! Du siehst ziemlich mitgenommen aus. Mach mir nicht schlacht! Ist hier lang? Ich glaube schon. Es war zumindest eine Tür, die offen ist.
noch so ein Schrottkasten aufgewacht. Wir gehen halt wieder schlafen. Und tschüss! Okay. Na gut. Aber jetzt wissen wir, warum wir so viele Potions bekommen haben. Da ist eine Kiste. Ich übersehe von. So viel Zeit nicht. Na. Also, einmal. Ein Ad. Nimm mir noch einen Heiltrank, weil volle Lebenspunkte ist man besser als keine Lebenspunkte. Engie-Trick. Die gibt's. Ja. Sehe ich selbst. Natürlich. Okay, was ist das? Ich habe versehentlich das Touchpad in Mitte gedrückt. Das wollte ich nicht, aber es sieht ganz stark nach einer Analyse aus. Ach, wir haben auch noch Gegner, die rumhängen. Oh Mann! Sind die nervig! Mann, wird die nerven. Ach ja, Barret, Monkey, Blitz. Hier, komm. Mann! Onkel Barret macht das schon. Okay, so.
Nervige Viecher, aber gut, ich hätte wahrscheinlich früher Magie einsetzen sollen, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. So, mach mal auch das Brett. Das Brettchen. Also so weit war der Timer noch nicht. Sir. Mach schon! Wir haben ihren eigenen Reaktor gejagt. Sesam! Brüche! Die. Hey, wow. Warum wartest du? Wir müssen hier raus. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Alles gut? Geht's denn? Komm. Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Ja. Aber die Bombe war ja wirklich schwierig. Gehabt. Wow, das war cool. Los, weiter. Das kann mich. Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Und da sieht man schon, wie das ganze Licht ausgeht. So, und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende von der Demo angekommen. Die kleinen Sequenzen, die man jetzt noch sieht, sind das, wie es dann im richtigen Spiel noch weitergeht. Natürlich noch die Flucht, weil wir haben ja einen Reaktor zerstört, beziehungsweise Shinra merkwürdigerweise selbst. Fragezeichen. Das war im Hauptspiel nicht so. Ich mag diesen Mann. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende von der Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin wirklich, also ich muss sagen, an den das ein oder andere finde ich ein bisschen hakelig, ein bisschen anstrengend. Auch mit dem Menü muss ich noch ein bisschen klarkommen im Kampf. Muss ich mal schauen. Am Anfang war es ziemlich viel Text auch, natürlich viel zu erklären mit allem drum und dran, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde mir das Spiel definitiv holen. Ich werde noch ein Let's Play von dem Spiel auf unserem Kanal bringen. Und holy moly, ich werde so heulen bei dem Spiel. Ganz ehrlich, ich werde so heulen. Das ist eins von den Spielen, was ich in meiner Kindheit schon gespielt habe. Zwar nicht damals, dass es rausgekommen ist, weil es damals 1997 rausgekommen ist. Da war ich 6. Ich habe es mit 13, 14 gespielt ungefähr und das ist so, es ist so schön, dieses Spiel von damals, von dieser Knubbelgrafik, jetzt in dieser geilen Grafik zu sehen und mit der Story.
Ah, es ist was Altbekanntes, was praktisch nochmal neu gemacht wurde. Das ist so schön. Okay, und bevor ich jetzt noch weiter fangirle, ich wünsche euch einen schönen Abend, wann auch immer ihr das seht. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät mit der Demo dran gewesen. Der Release ist jetzt bald, in ein paar Tagen, und ich freue mich. Freue mich mehr für dich. So, das war's. Eure Seth. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.